Hallo zusammen, mein Name ist Vitasma Michel und ich bin die deutsche Ansprechpartnerin für CETA Travel auf dem deutschsprachigen Markt. Und heute wollte ich euch eine Präsentation über Nepal geben, eine kleine Einführung mit den drei wichtigsten Städten, ein paar Hotels vorstellen und am Ende noch so ein paar Tipps, die ich auch persönlich, ja, von Erfahrungen, die ich persönlich gesammelt habe. Genau, aber fangen wir einfach mal an. Ja, Nepal wird auch das Dach der Welt genannt. Viele kennen Nepal als Trekking-Destination, vor allem aufgrund des Himalaya-Gebirges und dem Mount Everest. Allerdings hat Nepal natürlich noch wahnsinnig viel mehr zu bieten, außer nur reines Trekking, was ja auch nicht für jedermann gemacht ist. Deshalb, genau, wollte ich euch heute gerade diese Vorzüge einmal vorstellen und fange jetzt an. Hier ist eine kleine Karte von Nepal. Wie man sieht, es ist ein eher langgezogenes Land. Ein kleiner Funfact nebenbei: Nepal ist das weltweit einzige Land mit einer dreieckigen Flagge. Also es gibt kein anderes Land in der Welt, das dessen Flagge in dieser Form ist. Das macht Nepal zusätzlich zu seiner wunderbaren Art und seinen tollen Menschen und dem Mount Everest auch noch einzigartig. Nepal ist eingebettet zwischen Tibet bzw. China und Indien im Himalaya-Gebirge gelegen. Wie man sieht, sind die drei wichtigsten Städte, also sind quasi Kathmandu die Hauptstadt, Pokhara und der Chitwan-Nationalpark. Das sind auch die drei Orte, die ich heute genauer vorstellen werde. Das ist auch quasi wie das goldene Dreieck von Nepal genannt. Genau, mit einer Größe von 147.000 Quadratkilometern ist Nepal ein sehr kleines Land. Von Osten bis nach Westen erstreckt sich das Land über 800 Kilometer. Von Norden nach Süden sind es 150 bis 250 Kilometer. Wie schon gesagt, die Nachbarstaaten sind Indien und China. Und ökologisch ist das Land sehr vielfältig, da man sowohl die hohen Berge hat, als auch viele Hügel und eben auch das Flachland im Süden des Landes. Genau, wie eben schon gesagt, Nepal hat sehr viele unterschiedliche Höhenlagen. Es reicht von 70 Metern im Süden bis 8000 Metern oben auf dem Himalaya-Gebirge. Es ist das zweithöchst gelegene Land der Erde nach Tibet, da nämlich 40% des Landes auf über 300, 3000 Metern liegen. Die Hauptstadt des Landes ist Kathmandu und die Amtssprache ist Nepali, aber auch Englisch wird sehr verbreitet gesprochen. Der Zeitunterschied beträgt in unserer Sommerzeit 4,45, also 4 Stunden und 45 Minuten und in unserer Winterzeit sogar 5 Stunden und 45 Minuten. Die Währung ist die nepalesische Rupie und die Hauptreligionen in Nepal sind der Hinduismus und auch der Buddhismus an zweiter Stelle, vor allem aufgrund der vielen tibetischen Einwohner oder Flüchtlinge, die sich in den 50er Jahren in Nepal niedergelassen haben. Bis 2008 war das Land ein Königreich, danach wurde es zu einer parlamentarischen Bundesrepublik. Der wichtigste Wirtschaftszweig in Nepal ist die Landwirtschaft, zu 80%. Darauf folgt aber auch der Bergbau und natürlich der Tourismus ist für Nepal sehr, sehr wichtig und essentiell. Bisher gibt es einen internationalen Flughafen in Kathmandu, in der Hauptstadt, aber bald wird es auch einen internationalen Flughafen in Pokhara geben. Dieser ist gerade, ja, wird gerade gebaut und ist voraussichtlich 2021 fertig. Es gibt keine Direktflüge von Deutschland, Österreich oder der Schweiz nach Kathmandu. Jedoch fliegen die meisten arabischen Airlines
fliegen nach Nepal und auch noch viele andere, eben immer mit einem Zwischenstopp. Ja, warum sollte man nach Nepal reisen? Nepal hat neben den Bergen wahnsinnig viel weiteres noch zu sehen und vor allem viele Superlativen, wie die tiefste Schlucht der Erde, das höchste Tal, den höchsten See, den es auf der Welt gibt. Darüber hinaus hat Nepal eine wahnsinnige Artenvielfalt, viele seltene Tierarten, Vogelarten, die auch teilweise zum Aussterben, vom Aussterben bedroht sind. Genau, die Bevölkerung sind 29 Millionen Menschen, darunter leben 40 verschiedene ethnische Gruppen und es werden mehr als 90 verschiedene Sprachen und Dialekte gesprochen, gerade in den kleineren Dörfern. Doch wie auch, wie eben schon gesagt, Englisch und auch Nepali als Amtssprache sind natürlich weit verbreitet. Starten wir nun mit der Hauptstadt, mit Kathmandu, das auch das mystische Tal genannt wird, da es im Tal des Landes liegt. Das Bild hier zeigt ein besonderes Hindu-Festival. Genau. So. Das Kathmandu-Tal liegt 1300 Meter über dem Meeresspiegel. Das heißt im Vergleich zu den Bergen natürlich nicht ganz so hoch. Es ist die bestentwickelte und meistbevölkerte Region in Nepal. Alle Behörden und Hauptstandorte von Unternehmen liegen im Kathmandu-Tal. Deshalb ist es dann auch gleichzeitig das Wirtschaftszentrum des Landes. Die Stadt ist sehr beliebt bei Touristen aufgrund der einzigartigen Architektur und der spannenden Kultur der Stadt. Es gibt über 130 Sehenswürdigkeiten, einschließlich vieler wichtiger Pilgerorte für Hindus und auch Buddhisten. Außerdem beherbergt die Stadt alleine 7 UNESCO-Weltkulturerbestätten, was natürlich auch schon enorm ist, dafür, dass die Stadt dann doch nicht ganz so riesig groß ist. Früher wurde die Stadt hauptsächlich vom Volk der Nevas bewohnt und dementsprechend sieht man eben noch viel in der Architektur und auch zum Beispiel beim Essen in der Küche und so weiter, viel Einfluss von dem Newari. Starten wir mit der wundervollen Bodhanath-Stupa. Bodhanath ist das buddhistische Zentrum Kathmandus und zählt auch zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ich persönlich muss sagen, es ist wirklich mein Lieblingsort. Das Land ist sehr spirituell und gerade diese Stupa wirkt sehr, ja, hat eine sehr, sehr beruhigende Wirkung auf jeden, der einfach nur dort ist, in einem Café drumherum sitzt oder sich einfach auf einer der Stufen um die Stupa herum niederlässt. Genau, viele tibetische Flüchtlinge haben sich in den 50er Jahren gerade hier in Bodhanath niedergelassen und deshalb findet man hier eben viele Einflüsse der tibetischen Kultur. Stupa wurde im 5. Jahrhundert bereits gebaut und zählt tatsächlich zu den weltgrößten Stupas der weltgrößten Stupa. Die Augen, die man oben sieht, zeigen in alle Himmelsrichtungen und symbolisieren, dass Buddha ein wachsames Auge über die ganze Welt hat. Am schönsten ist es, die Stupa nachmittags oder am Morgen zu besuchen, da in der Zeit vor der Arbeit oder nach der Arbeit viele Leute, also viele Buddhisten, aber auch andere Menschen, die in Bodhanath leben, dorthin kommen und im Uhrzeigersinn um die Stupa herumlaufen und die buddhistischen Mantren murmeln. Auch hier in der Region gibt es viele tolle Hotels. Genau, die Stupa wurde während dem Erdbeben 2014 sehr, sehr stark beschädigt, 2015, Entschuldigung, stark beschädigt, aber wurde auch komplett wieder aufgebaut. Unser Destination Knowledge Center hat auch einige Angebote zusammengestellt, die man in Bodhanath machen kann. Man kann hier
Vor allem, wenn man Interesse am Buddhismus hat, mit Mönchen seine Zeit verbringen, ein Kloster besuchen oder sich von einem Lama, was eine der höchsten Formen im Buddhismus ist, segnen lassen. Was sicherlich eine tolle Erfahrung ist. Kommen wir nun zum Kathmandu-Durbar Square. Der Kathmandu-Durbar Square ist einer von drei Königsplätzen im Kathmandu-Tal. Durbar heißt König, also sind quasi Königsplätze. Hier wurden einst Könige gekrönt und haben auch hier regiert. Der letzte König von Kathmandu wurde auf diesem Platz 2001 auch gekrönt. Somit bleibt der Platz immer das traditionelle Herz des Kathmandu-Tals und hat eine wirklich legendäre traditionelle Architektur. Außerdem ist der Kathmandu-Durbar Square auch die Heimat der Kumari, der lebenden Göttin, die auch besucht werden kann, was auch eines unserer DKC-Angebote ist. Außerdem kann man, also die Kumari kommt 2 bis 3 Mal am Tag vor die Tür und dann hat man die Möglichkeit, sie zu sehen und vielleicht auch ja, mit ihr in irgendeiner Art und Weise zu interagieren. Außerdem ist eine weitere Tour das Leben wie die Locals, also wie die Einheimischen. Man macht mit einem Guide gemeinsam eine Tour durch den Kathmandu Durbar Square und isst an lokalen Essensständen und verhält sich einfach wie ein Local, kommt natürlich dann auch immer ganz gut ins Gespräch. Eine weitere Möglichkeit ist die Rikscha-Tour, die wir auch anbieten. Man ist ungefähr 30 Minuten unterwegs mit der Rikscha über den Platz bis nach Tamil, einem sehr lebhaften Viertel mit vielen Restaurants, Bars und Shoppingmöglichkeiten für Souvenirs. Kommen wir nun zur Swayambhuna Stupa oder auch Affentempel genannt. Affentempel, weil hier eben sehr, sehr viele Affen leben. Die Stupa steht auf einem kegelförmigen Hügel, der einen relativ steilen Aufstieg hat. Aber man kann entweder über Treppen den Hügel erreichen oder drumherum auch mit dem Auto hochfahren. Die goldene Spitze und die sehenden Augen sind auch hier wieder von jedem Ort in Kathmandu sichtbar. Das heißt, auch hier gibt es eben ein wachendes Auge über die Menschen im Kathmandu-Tal. Die Stupa hat viele Hindu, aber auch buddhistische Elemente und ist deshalb auch sehr, sehr besonders, da sie sowohl für Hindus als auch für Buddhisten ein wichtiger Pilgerort ist. Kommen wir nun zum Pathan-Durbar Square, ein weiterer Königsplatz von den drei Königsplätzen, von denen ich bereits gesprochen habe. Liegt 5 Kilometer südlich vom Kathmandu-Tal oder von Kathmandu. Und ist auch eines der UNESCO-Weltkulturerbestätten. Es ist eine Künstlerstadt, also es ist quasi ein Stadtteil von Kathmandu. Und hier findet man 100 Sehenswürdigkeiten, die vor allem die wundervolle Architektur, viele Holzschnitzereien beinhaltet. Genau. DKC-Angebote haben wir hier auch. Das ist einmal eine Bahal-Tour mit einem lokalen Experten. Bahal bedeutet Vorhof und das gibt es hier in Kathmandu sehr, sehr viele. Viele kleine verwinkelte Höfe, die alle eine eigene Geschichte zu erzählen haben und die Gäste mit ihrem lokalen Guide gemeinsam besichtigen können. Außerdem gibt es die Sound Healing Tour, die mit Klangschalen eben gemacht wird. Man wird von einem Experten in einem Raum quasi einer Klangschalentherapie unterzogen, was sehr, sehr entspannend wirkt.
Außerdem haben wir noch diverse Spaziergänge, Walking Tours mit zu unterschiedlichen Themen. Pashupatinath ist am Ufer des Bagmati-Flusses, auch in Kathmandu gelegen, und ist der wichtigste Hindu-Tempel in Nepal, der dem Hindu-Gott Shiva gewidmet ist. Seit 1979 ist auch dieser Ort zum UNESCO-Weltkulturerbe hinzugefügt und ist ein sehr, sehr heiliger Ort. Hier werden auch Verbrennungszeremonien stattgefunden, da man ja im Hinduismus seine Leichen nicht begräbt, wie bei uns im Christentum, sondern verbrennt und am liebsten immer an einem ja, sehr heiligen Ort. Aus dem Grund ist es auch eine Pilgerstätte für Hindus der ganzen Welt, aber auch Touristen können diesen Ort besuchen und sich genau und Zeuge dieser Zeremonien werden, natürlich mit genügend Sicherheitsabstand. Auch hier finden viele Hindu-Festivals statt und es ist eigentlich ein sehr, sehr belebter Ort. Auch hier haben wir einige Angebote, dass man beispielsweise abends an einer Gebetssession teilnimmt oder auch mit einer Sadhu-Gang. Sadhus sind die Herren oben links im Bild, mit denen gemeinsam genau ein bisschen Zeit verbringt und sich mit denen unterhalten kann, Fragen stellen kann. Das sind nämlich diejenigen, die an diesem Ort auch teilweise leben. So, kommen wir nun zum dritten der drei Königsplätze, der Bhaktapur Durbar Square. Auch dieser ist bekannt für seine atemberaubende Architektur und ist trotz allem anders als die beiden anderen Plätze. Also es lohnt sich wirklich, alle drei Plätze zu besichtigen. Dieser Ort ist sehr bekannt für die Töpferkunst. Und ich persönlich kaufe mir da immer, wenn ich dort bin, Schälchen und Teller und alles Mögliche, weil das wirklich sehr, sehr schöne Waren sind von guter, guter Qualität. Genau, was wir auch anbieten, ist, dass die Gäste selbst töpfern und nach der traditionellen Art und Weise, wie dies in Nepal passiert. Außerdem Tankas können selbst gefertigt werden. Das sind Wandbilder, die in mit Miniaturzeichnungen gemalt werden. Oder ein Juju Dao Tasting. Juju ist eine besondere Art von Joghurt. Und dies ist sehr bekannt, gerade für Bhaktapur, und kann dort probiert werden. Ein Highlight in Kathmandu, gerade für diejenigen, die jetzt nicht den Mount Everest besteigen, ist ein Flug über die Berge, über den Mount Everest. Dies wird sehr, sehr gerne von unseren Touristen gebucht. Ist ein Flug, der circa 45 Minuten geht. Jeder Gast hat seinen eigenen Platz in den kleinen Maschinen, wie man hier sieht. Und die Gäste können ein Glas Sekt über den Wolken genießen und bekommen dann am Ende ihres Fluges auch ein Zertifikat, dass sie an diesem Flug teilgenommen haben. Das Schwierige ist, dass die Airlines in Nepal auf der Blackliste von der EU stehen. Das heißt, dass es eventuell schwierig sein könnte für deutsche Reiseveranstalter oder generell europäische Reiseveranstalter diesen Flug buchen aus versicherungstechnischen Gründen. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall eine sehr schöne, ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Außerdem kann man von Kathmandu aus eines der höchsten Hotels der Welt mit Blick auf den Mount Everest besuchen. Hier werden die Gäste mit kleinen Helikoptern nach Lukla, über Lukla zum Everest Base Camp geflogen, genau, um sich dort ein Bild davon zu machen, wie es
wie es den Trackern ergeht und welche atemberaubende Sicht man von dort oben hat. Ja, was wir noch anbieten, ist Mountainbiking in allen möglichen Schwierigkeitsgraden um Kathmandu herum. Hier sind noch ein paar Bilder, die zeigen das klassische Leben in Kathmandu. Ein Bild von einem Hindu-Fest. Und nun einen kurzen Einblick in die Hotels in Kathmandu. Wie überall gibt es hier auch eher einfache Hotels, dann Medium- und First-Class-Hotels, also quasi 3-, 4- und 5-Sterne-Hotels. Die Hotels unterscheiden sich natürlich in ihrem Komfort. Es gibt sehr einfache Hotels, die aber trotzdem sehr komfortabel sind und für den eher kleineren Geldbeutel gedacht sind. Medium-Hotels, die guten Standard haben, sind 4-Sterne-Hotels und natürlich die absoluten Luxushotels. Hier ein paar Beispiele. Ein Beispiel für ein eher 3-Sterne-Hotel ist das Hotel Vivanta in Patan. Dann haben wir das Hotel Baba Mahal, das ein Boutique-Hotel ist und sehr, sehr modern auch gehalten. Dann haben wir das Hotel Twarikas, was wohl das exklusivste Hotel in ganz Nepal ist. Es ist eines der einzigen Heritage-Hotels in ganz Nepal und ja, erinnert eher an einen Palast aus damaligen Mewari-Zeiten. Das Hotel zählt tatsächlich ja, auch zu den luxuriösesten Hotels in ganz Nepal. So, kommen wir nun zu unserer weiteren Reise. Nun gibt es die Möglichkeit, von Kathmandu aus nach Chitwan oder nach Pokhara direkt zu fahren. Von Kathmandu nach Chitwan fährt man circa 5 Stunden, obwohl es natürlich nur 550 Kilometer sind. Aber die Straßenverhältnisse in Nepal können wir natürlich nicht mit denen bei uns vergleichbar. Der Nationalpark liegt hier. Oder man fährt weiter nach Pokhara. Das sind quasi ungefähr 8 Stunden. Man kann auch fliegen, aber die Problematik besteht auch, wie bei dem Mountainflug, dass ja, die Airlines von der EU immer noch auf der schwarzen Liste stehen und deshalb ist es ja, schwierig mit der Versicherung etc. Deshalb ja, fahren unsere Gäste eigentlich meistens mit dem Auto oder mit dem Bus. Auf dem Weg von Kathmandu nach Pokhara gibt es die Möglichkeit, dass man an einer Rafting-Tour teilnimmt, da man an einem Fluss vorbeikommt, an dem Fluss Trishuli. Dieses Rafting dauert ungefähr 1,5 Stunden, gefolgt von einem Mittagessen und danach geht es quasi nochmal 4 Stunden weiter nach Pokhara, wo die Gäste dann wahrscheinlich auch so müde sind, dass sie im Bus schlafen werden. So, kommen wir nun erstmal zu Pokhara, der wunderschönen Stadt am See. Von hier hat man traumhafte Ausblicke auf das ganze Himalaya-Gebirge. Wie man hier sieht, der Ausblick auf Fishtail, wie hier dieser Berg genannt wird. Genau, in Pokhara gibt es, wie gesagt, auch bald einen internationalen Flughafen. Und Pokhara an sich ist einfach Ausgangspunkt für sehr viele Aktivitäten wie Trekking oder Wandern, viele kleine Dorfbesichtigungen. Man kann mittlerweile dort Glamping machen. Man kann Flüge über das Annapurna-Gebirge machen, wie auch den Everest-Flug
von Kathmandu aus. Man kann aber auch einfach nur am See entspannen. Es gibt wunderschöne Hotels, es gibt tolle Restaurants, es gibt Shoppingmöglichkeiten. Man kann sogar abends ausgehen. Also Bukhara hat sehr, sehr viel zu bieten. Und genau, hier sind ein paar Bilder, ein paar Eindrücke vom Wandern in Pokhara. Das heißt, man muss nicht unbedingt den Everest besteigen, um tolle Ausblicke zu haben. Und leichte bis mittelschwere Wanderungen sind auf jeden Fall möglich, je nach Schwierigkeitslevel oder je nach Fitnesslevel. Eine Bootsfahrt auf dem See in Pokhara ist auch ein absoluter Traum, da man bei klarer Sicht wirklich eine ganz tolle Aussicht hat, wie man hier auf den Bildern auch sieht. Außerdem kann man die World Peace Stupa bei einer Wanderung besuchen, die auch wirklich sehr, sehr schön ist und auch wieder ein buddhistisches Highlight von Nepal ist. Dies ist die World Peace Stupa oder Pagode. Es gibt das Internationale Bergmuseum, das auch wirklich interessant ist, weil es nicht nur über Nepal, sondern um Berge und Bergvölker auf der ganzen Welt geht und man hier auch eine gute Vergleiche ziehen kann, wie eben zum Beispiel die Alpen mit dem Himalaya-Gebirge ja, zu vergleichen sind. Genau, das hatte ich ja schon. Außerdem gibt es die Möglichkeit, das Annapurna Basecamp zu besuchen, ähnlich wie auch das Everest Basecamp. Man kann mittlerweile Segelflüge über Kathmandu Pokhara machen, man kann Paragliding buchen. Es gibt sogar die längste Zipline der Welt in Pokhara, die 1800 Meter lang ist und auf über 600 Meter über dem Tal schwebt. Man wird relativ schnell und es ist nicht zu schwindelfrei, aber wer sich traut, hat auf jeden Fall etwas Besonderes dort erlebt. Mein persönlicher Tipp ist eine leichte Trekking-Tour bzw. eine Wanderung zum Australian Basecamp, das man hier sieht mit einer Übernachtung. Es ist wirklich ein absoluter Traum. Von Pokhara aus fährt man ein Stück mit dem Auto und wandert dann ungefähr 2 bis 3 Stunden nach oben auf das Basecamp. Es ist wirklich nicht sehr, sehr schwer und man hat einfach wahnsinnig tolle Aussichten. Man kann in den kleinen Hütchen, die man hier auf dem Bild sieht, übernachten und morgens wird Yoga angeboten auf einer großen Grünfläche und man hat einfach bei klarer Sicht wirklich einen wundervollen Ausblick auf das Bergpanorama und kann dann wieder ungefähr naja, vielleicht 2 Stunden zurückwandern. Genau, auch in Pokhara gibt es die gleiche Art Hotels wie in Kathmandu. Hier ist ein Beispiel für ein eher Budget-Hotel im 3-Sterne-Bereich, das aber auch mitten im Zentrum von Pokhara liegt und man eben die Möglichkeit hat, ziemlich schnell an den verschiedenen touristischen Hotspots zu sein, hat aber auch im Innenhof einen Pool zum Entspannen und ist wirklich ein schönes Hotel. Dann das Hotel Champeltree ist auch ein sehr schönes Hotel. Das ist ein bisschen außerhalb vom Zentrum, aber trotzdem kann man immer noch ja, relativ kurzer Zeit ins Zentrum von Kathmandu gelangen. Es ist sehr ruhig gelegen und auch hier hat man bei klarer Sicht eine tolle Sicht auf die Berge. Und ein Highlight oder ein 5-Sterne-Hotel ist das Hotel Pavilions Lake View. Es ist ein sehr exklusives Hotel in der Nähe des Pewa-Sees, das aus Zelten besteht. Und man kann dort nur mit einem Boot hinkommen, über den See. Wenn einem die Fahrt zwischen Kathmandu und Pokhara zu lange dauert, kann man einen Stopp machen an einem von diesen beiden Orten, was ich persönlich auch sehr empfehle. Zum einen
Bandipur. Bandipur ist eine traumhaft schöne Stadt, die auf einem Hügel zwischen Kathmandu und Bukhara liegt. Und man hat eben auch hier schöne Ausblicke, es gibt tolle Wanderwege und es ist eben der perfekte Zwischenstopp für eine Übernachtung zwischen Pokhara und Kathmandu. Das Städtchen ist komplett autofrei, man muss ein Stückchen laufen vom Parkplatz bis zum Hotel, was aber tatsächlich gar kein Problem ist. Es ist wirklich nicht weit und die Mitarbeiter vom Hotel kommen auch und holen einen ab und helfen mit dem Gepäck. Es gibt viele Nevari-Häuser auch aus Holz, ähnlich wie in Kathmandu, und dort sind sogar die Hotels entsprechend gebaut. Ein weiterer Ort ist Gorkha. Gorkha war früher die Heimat der Schah-Dynastie, die für ein einheitliches Nepal gekämpft hat. Es ist ein wunderschönes kleines Dörfchen mit tollem Bergpanorama. Dort gibt es ein tolles Hotel mit dem Namen Gorkha Gaon. Das auch wirklich sehr, sehr, also wirklich toll ist für jeden, der in Gorkha einen kurzen Zwischenstopp macht. Kommen wir nun zu Chitwan, dem Nationalpark. Chitwan Nationalpark ist in drei Teile aufgeteilt. Es gibt in vier Teile, Entschuldigung, aufgeteilt, wie man hier sieht. Genau, wo man eben entsprechend viele Tiere sieht. Entschuldigung, ups. Der Nationalpark liegt im Süden des Landes, im Flachland, auch Inner Terai Lowlands genannt. Es gibt viele Wälder, es gibt Wiesen mit hohem Elefantengras. Das heißt Gras, was wirklich so hoch gewachsen ist, dass man Elefanten ja nicht sehen würde dahinter. Es gibt viele Hügel, Seen, Flüsse, viele seltene, teilweise vom Aussterben bedrohte Tiere. Und der Nationalpark selbst ist auch Teil des UNESCO-Weltnaturerbes seit 1948. Die Größe des Parks beträgt 932 Quadratmeter. Kilometer, Entschuldigung. Wir empfehlen in Chitwan ist auf jeden Fall eine Jeep-Safari zu machen. Wir bieten das an, genauso wie auch von jedem Hotel wird es angeboten. Es gibt immer so ein Programm in Chitwan. Die Jeep-Safari ist dann immer mit einem englischsprachigen Guide. Und ja, genau, mit dem Jeep sieht man eben, hat man die Möglichkeit, in den Nationalpark zu fahren und viele Tierarten zu sehen, beispielsweise das Nashorn, das man hier unten sieht, ist auch ist das Pampa-Nashorn, was auch vom Aussterben bedroht ist und wovon es wirklich nicht mehr viele in der ganzen Welt gibt. Außerdem hat man auch die Möglichkeit, wenn man Glück hat, einen Tiger zu sehen. Ein weiteres Highlight ist die Bootsfahrt auf dem Rapti-Fluss, einem der vielen Flüsse in Chitwan. Hier hat man die Möglichkeit, tolle Vögel, viele verschiedene Vögel zu sehen und natürlich auch Krokodile und auch viele andere Tierarten. Gibt es die Möglichkeit, die Taro Village Tour zu machen. Die Taros sind das traditionelle Volk, die aus den Wäldern in den Tälern des Himalaya-Gebirges stammen. Und sie haben sich hier im Nationalpark niedergelassen. Die Bauweise der Häuser dort stammt immer noch aus der damaligen Zeit und wird auch heutzutage so weiter beibehalten. Alles aus natürlichem Material. Und genau, die leben Menschen, die
Menschen leben dort immer noch nach ihren alten Traditionen. Man kann wirklich auch während der Tour mit einem so einem Wagen, Karren, Ochsenkarren, wie man ihn da unten sieht, durch das Dorf fahren. Man kann aber auch durchspazieren. Was wir auch immer empfehlen, ist einen Sundowner zu nehmen am Ufer des Rapti-Flusses und dort den Sonnenuntergang eben zu sehen. Ja, die Hotels in Chitwan, die reichen auch von 3 bis 5 Sterne Hotels. Hier ist ein Beispiel für ein 3-Sterne-Hotel, das auch wie ein kleines Dorf aufgebaut ist und das Dorfleben eben ein bisschen widerspiegelt. Dann gibt es die Medium- oder die 4-Sterne-Hotel-Variante in schönen Hotel-Camps oder quasi, ja, diese Lodge besteht aus Zelten, die eben auch das Dorfleben ein bisschen widerspiegeln, aber natürlich ja, etwas luxuriöser sind. Und dann gibt es natürlich auch die 5-Sterne-Hotels. Die sind kleine Lodges, die komplett plastikfrei sind, also gerade diese Lodge hier. Und man hat von allen Seiten Zugang zum Nationalpark. Es gibt einen Spa, man kann den See beobachten oder ja, sich an den See setzen. Also das ist schon wirklich sehr, sehr schön. Ja, kommen wir nun zu ein paar allgemeinen Informationen zu Reisen nach Nepal. Ganz wichtig, das Thema Visum. Das Online-Visum kann innerhalb von 15 Tagen auch online beantragt werden auf dieser Webseite. Und man kann nach der erfolgreichen Beantragung bekommt man einen Barcode und eine Bestätigung, die man ausdrucken muss und entsprechend dann, wenn man ankommt am Immigration-Schalter, muss man dann sein Visum abholen. Man braucht trotzdem seinen 6 Monate gültigen Reisepass, ein Passfoto und muss entsprechend einige Daten angeben. Eine Adresse in Nepal muss man zum Beispiel auch angeben, da reicht es aber, wenn man einfach nur mit dem Hotelnamen angibt. Die Visagebühr beträgt derzeit 30 US-Dollar und ist für 15, das Visum ist dann 15 Tage gültig. Das ist das klassische Touristenvisum. Es gibt natürlich auch noch diverse andere Visa. Außerdem kann man auch vor Ort das Visum beantragen, das sogenannte Visa on Arrival. Aber ja, es empfiehlt sich vorher, das Visum zu beantragen, damit man einfach die langen Schlangen am Flughafen vermeidet. Die beste Reisezeit ist eigentlich Oktober bis April, aber auch während des Sommers, also während der Monsunzeit, ist es auch empfehlenswert, nach Nepal zu reisen. Das liegt dann immer ganz daran, ja, es hängt immer davon ab, was man machen möchte, aber für Trekkingtouren ist es eigentlich derzeit am besten, vor allem Oktober bis Mitte Dezember. Die Währung, wie ich schon sagte, ist die nepalesische Rupie und Kreditkarten werden überall akzeptiert. Es gibt auch viele Wechselstuben, es gibt Geldautomaten, man kann in Hotels Geld wechseln, das ist gar kein Problem. Für alle diejenigen, die eine Kombinationstour aus Indien und Nepal buchen, ist es wichtig zu wissen, dass auch indische Rupien akzeptiert werden, allerdings nur in 100 Rupien-Scheine. Also indische Rupien-Scheine werden in Nepal akzeptiert. Aber auch das Geld kann theoretisch gewechselt werden. Es gibt keine Kleiderordnung. Man kann quasi tragen, was man möchte. Doch man sollte sich natürlich in der Öffentlichkeit und in Tempeln etc. bedeckt halten. Zur Gesundheit kann man sagen, dass aufgrund der Höhe, gerade wenn man eine Trekking-Tour macht und nicht so gewöhnt ist an die Höhe, man auch Vorerkrankungen hat mit dem Herz, mit der Lunge, sollte man vielleicht vorher mal mit einem Arzt sprechen, ob die Reise für einen okay ist in der Höhe, in der Nepal liegt. Gerade in den höheren Lagen gibt es auch höhere UV-Ausstrahlung, deshalb ist
natürlich wichtig, immer eine Sonnenbrille, einen Sonnenhut oder Sonnencreme dabei zu haben. Es sind keine Impfungen theoretisch vorgeschrieben, aber die klassischen Reiseimpfungen sind natürlich ja, empfehlenswert. Da macht es Sinn, auch mit dem Arzt vorher zu sprechen. Ansonsten ist die klassische Reiseapotheke für Magenverstimmungen etc. zu empfehlen. Ein Lippenbalsam ist natürlich auch immer von Vorteil, aufgrund der trockeneren Luft, die in den höheren Lagen herrscht. Und wir empfehlen natürlich auch, eine Krankenversicherung abzuschließen fürs Ausland. Ja, zum Essen und Trinken, was auch immer ein wichtiges Thema auf Reisen ist. Nepal ist reich an leckeren und traditionellen Speisen, die man auf jeden Fall probiert haben sollte. Es gibt viel Gemüse, das super lecker gewürzt ist, hat viel indischen Einfluss auch und es ist auch teilweise recht scharf. Deshalb auch sollte man ja, seinen Magen einigermaßen schonen oder vielleicht auch darauf vorbereiten. Das Nationalgericht ist Dal Bhat, was ein Gericht aus Linsen, ja, wie so ein Linseneintopf ist mit Reis. Alle Hotels bieten aber auch immer internationale Speisen an und die Getränke sind sowohl alkoholisch als auch nicht alkoholisch überall verfügbar. Mein persönlicher Tipp sind Momos, die man auf jeden Fall probieren sollte. Die sind nämlich meiner Meinung nach in Nepal wirklich, ja, die besten. Und das sind Teigtaschen, die gefüllt sind, entweder vegetarisch oder mit Fleischfüllung. Und die sieht man hier auf dem Bild. Dazu ein leckeres Kingfisher und das nepalesische Essen ist auf jeden Fall gerettet. zur Fotografie sollte man einfach nur sagen, dass man immer um Erlaubnis fragen sollte, wenn man Menschen fotografieren möchte, was ja auch selbstverständlich ist eigentlich. Gerade auf dem Dorf ist es für die Menschen eher befremdlich, wenn man sie fotografiert. Aber grundsätzlich ist Fotografieren überall erlaubt. In manchen heiligen Städten ist es verboten, aber da steht es dann auch immer dabei. Zu den Transportmitteln kann man sagen, dass wir für einmal für zwei Personen ein solches Fahrzeug nutzen. Dann für 3 bis 6 Personen nutzen wir einen Achtsitzer. Für 9 bis 14 Personen den 22-Sitzer, den Toyota Coaster. Und ab 15 Personen nehmen wir den großen Bus, einfach damit die hinteren Plätze bleiben eigentlich immer frei bei allen unseren Touren und damit einfach genügend Platz ist, auch für zusätzliches Gepäck. Die Touren in den Bussen werden immer von dem Fahrer natürlich begleitet, aber auch von einem weiteren Helfer, der den Fahrer unterstützt. Ja, das war's. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit per E-Mail oder telefonisch an mich wenden.